So, da sind wir auch schon wieder zurück. Und worum geht's? Richtig, um den guten alten Kessel. Ich habe extra schon noch lange kein Video darüber gemacht, weil ich wusste, dass es noch einige Rezepte zu farmen geht. Aber ich denke mir, jetzt wird es langsam Zeit. Kurze Zusammenfassung: Wir haben jetzt ganz kurze Begegnungen. Wir hatten wir im Sumpfland. Dann haben wir den ersten Boss gelegt. Eiswelt haben wir noch gar nicht geguckt. Schwarzwald haben wir schon soweit durch. Der Uralte ist noch nicht gelegt. Also im Prinzip sollte, ja, ich sag mal so, nach 2, 3 Tagen werden wohl die meisten schon soweit sein. Außer sie bauen natürlich, wie meine Frau zum Beispiel, 100 Jahre an der Hütte rum. Dann dauert es ein bisschen länger, aber lasst euch ruhig Zeit. Das Spiel hat so viel zu bieten. Aber gehen wir mal kurz auf den Kessel ein, was wir jetzt alles so haben. Und zwar die Karottensuppe. Wie bekommt man die Karottensuppe? Indem man einen Karottensamen findet, diesen einsetzt und dann die erste Karotte erntet. So, dann haben wir die Metmischung Frostwiderstand. Wie bekommt ihr diese? Indem ihr im Sumpfland seid und dort einen Blutsack. Wie nennt man die denn? Würmer? Die Würmer, die im Wasser sind, diese Elektroschocks raushauen, die einen aber vergiften. Also passt da wirklich auf, weil versucht es am besten mit dem Bogen wegzuballern. Weil das Problem ist einfach, der Giftschaden, der haut ganz schön rein. Den Honig bekommt ihr von den Bienen. Wie bekommt ihr den Honig an sich? Einfach bei mir mal in der Playlist nachgucken, habe ich auch ein Video drüber gemacht. Also macht euch schlau. So, dann Metmischung, sehr gesund. Haben wir auch. Wieder die Blutsäcke, hatte ich ja bereits erklärt. Kurze Info noch, wir gehen mal kurz durch. Was gibt es denn überhaupt? Karottensuppe gibt uns 20 Gesundheit, 60 Ausdauer und hält ganze, oh Gott, das ist ja ewig, 10, 20, 25 Minuten hält der ganze Buff an und man bekommt alle zwei, ja, man bekommt jeden Tick 2 HP, oh Gott. So, Frostwiderstand ist einfach nur, man hat mehr Widerstand gegen Frost, man friert nicht so schnell. Dann die Metmischung stellt halt ein bisschen Gesundheit her, genauso wie die Metmischung gesund normal. Was braucht man dafür? Wieder Honig, Blaubeeren, Himbeeren und Löwenzahn. Dann haben wir Giftwiderstand. Bei Giftwiderstand ist natürlich, das heißt ist. Es ist gut zu gebrauchen, gerade, ich habe es ja eben bereits erwähnt, im Sumpfland gibt es halt viele Gegner, die einen halt auch vergiften. Man hat im Schwarzwald die erste Begegnung mit Vergiften, meine ich, gemacht, mit diesen Druiden, aber das geht eigentlich noch. So, was brauchen wir hier? Schon wieder Honig, Distel, Nixenschwanz und Kohle. Also ich glaube, Giftwiderstand wird echt das Wichtigste werden im Endgame hinten raus. Dann haben wir geringe Ausdauer, auch wieder mit Honig, wieder mit Himbeeren und gelber Pilz. Gelber Pilz findet man in Dungeons, hatte ich auch bereits im Video schon zugemacht. Also auch gerne da mal vorbeischauen. Dann haben wir die Metmischung Lecker, ist aus Honig, Himbeeren und Blaubeeren. Ich wollte gerade sagen, so fast dieselbe Mischung. Dann haben wir die Bärenmarmelade. Die Bärenmarmelade wird aus Himbeeren und Blaubeeren gemacht. Hat den Vorteil 30 Gesundheit, 40 Ausdauer und hält 20 Minuten an. Gibt pro Tick 2 HP. Dann haben wir jetzt das Beste, was ich finde, sind die Würste. Die Würste geben uns 60 Gesundheit, 40 Ausdauer. 10 Minuten, 20, 25 Minuten lang gibt es den Buff. Also mit einem Würstchen, was wir gegessen haben. Und die Heilkraft ist pro Tick 3 HP. Was braucht man dafür? Zwei Innereien. Die Innereien findet man auch im Sumpfland von den, ich sag's jetzt einfach mal, menschlichen NPCs. Also das ist bis jetzt das Menschlichste, was ich schon gesehen habe. Das rohe Fleisch bekommen wir von den Schweinen und von den Rehen. Und Distel finden wir ebenfalls im Schwarzwald. So sieht das Ganze bei uns aus. Wenn man das Ganze natürlich, warte mal, wo steht's, muss fermentiert werden. Was muss man da machen? Richtig, man muss diesen Fermentierer hinstellen und das Ganze dann dort anmischen. Weil Met ist halt klar, ist wie Bier. Der ganze Trank muss quasi erst gebraut werden und den kann man sich dann hier mit E abholen. Jetzt ist der ganze leer. Zack. Oh, Met des Frostwiderstands. Jetzt habe ich ihn auch selber mal bekommen.
Das Problem ist halt einfach nur ein Trank. Und wie man sieht, du bist vor Kälte geschützt. Schadensmultiplikator, Resistenz versus Eis. Heißt, mit diesem Frostwiderstand kannst du halt jetzt auch in die Eisgegend. Dann wisst ihr schon, was ich gleich mache. So, ich hoffe, ich konnte euch so weit damit helfen. Warte mal, den die Frage mit, warte mal, wo gibt's den? Zack, zack, zack. Die Frage wird nämlich mit Sicherheit kommen. Herstellung, wo steht er, wo steht er? Da ist er, der Fermentierer, da ist er. 30 Edelholz, wie man Edelholz bekommt, hatte ich ebenfalls schon ein Video gemacht. Bronze bekommt man halt durch die Schmiede. Harz bekommt man von Gegnern und dafür ist natürlich eine Schmiede Grundvoraussetzung. So, ich hoffe, das hilft euch so ein bisschen im Spiel weiter. Wenn ja, lasst doch gerne ein Like da. Wenn ihr noch kein Abonnent seid, gerne auch ein Abo da lassen. Ich schätze mal, zu dem Kessel kommt auch noch ein Update. Aber das ist erstmal das, was wir so von dem, was wir so erkundet haben, was wir alles so erhalten haben an Rezepten. Und dann würde ich sagen, war es das auch mit dem Video. Euch viel Spaß noch beim Erkunden. Und in dem Sinne würde ich sagen, haut rein.